Liebe Börsianer-Friends, die Bundesregierung hat mit ihrem Hilfspaket über 38 Milliarden einen ganz wesentlichen Schritt gesetzt, um das Vertrauen in die österreichische Wirtschaft herzustellen und damit eine gute Basis zu liefern, dass wir alle gut durch diese Krise kommen. Was ist jetzt für Unternehmen das Wichtigste? Erstens ist das sicher einmal Kurzarbeit so weit wie möglich einleiten und Förderungen ansuchen. Zweitens die Liquidität und die Finanzierung sicherstellen. Und drittens, auch ganz wichtig, sich auch jetzt schon Gedanken über die nächsten Wochen und Monate machen. In der jetzigen Situation, welche konkreten Schritte braucht es? Zum einen wird es einmal sehr wesentlich sein, dass die Unternehmen rasch an das Geld kommen, um ihre Kurzarbeit bezahlen zu können, und das muss unbedingt bis Ende März geschehen. Zweitens sollten bei den Überbrückungsfinanzierungen eine hundertprozentige Garantieübernahme des Bundes erfolgen, damit auch diese rasch in die Gänge kommen. Und drittens müssen auch die Maßnahmen für die Soforthilfe der besonders betroffenen Branchen sofort gestartet werden. In der Situation kann man eigentlich nur hoffen, dass sich Politik, Unternehmen und öffentliche Verwaltung weiterhin ihrer Verantwortung bewusst sind und damit alles tun werden, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich bin sicher, Sie sind dabei. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und werden mithelfen, diese Situation zu meistern.